Okay. Ich muss noch mal schauen, wo genau die Luftströme kommen. Ah, die kommen auf beiden Seiten gleiche Höhe. Okay. Na gut, dann ist ja... Dann ist ja easy. Also so fast. Hust, hust. Hust, hust. Ja, der Gleiter für die Zahnradbahn. Der war tatsächlich ziemlich cool, das stimmt. So. Natürlich. So, meiner. Mein Herz. Ich denke, hier will ich einfach Bomben von hier aus reinschmeißen. Ja. Bomben reinschmeißen, rüberspringen. Nächste Bombe schmeißen. Kacken wir auf den Droopy, nein. Wer den Droopy nicht ehrt und so, ne? Ich habe ein bisschen Angst, runterzufallen. What? Dein Ernst? Natürlich. Jetzt besser. Jetzt besser. Jetzt besser. Wo ist Blinke? So ein Humbug. Hauen Sie ab, Mann. Ah, Bernstein-Halbmond. Nehme ich. Ist gekauft. Ich habe Erz und Möhrchen. Auch nicht. Wie wär's mit Lapskaus? Oder rote Beete mit Senf. Kommt auch immer gut. So. Die Frage ist, wo will ich jetzt gerade hin? Was sagt denn die Map? Die Map sagt, da ist eine Kiste, wenn ich hier runtergehe. Also gehe ich zur Kiste. Wait. Von da kam ich. Ich hab nix gesagt. Trotzdem ist da irgendwo eine Kiste, die ich noch nicht hab. So. Das Ding geht auch noch darüber. Keine Ahnung. Oh, das ist die Ecke hier. Ich erinnere mich dran. Ja. Quatsch. Bomben. Oh, come on. What? Es hat mich meine eigene Bombe hier erwischt. Und ich schlag gegen meinen Popfilter. Das ist eine tolle Idee. Nein. So. Na komm, schieß. So, Nummer 1. Oh, echt jetzt. Kommt jetzt echt nochmal mit den beiden an? Okay. Komm schon. Danke.
So. Leider hat das Herz nicht mehr erwischt. Ich glaube, das war auch nur das, ne? Ja. Okay, rechts, links, Mitte. Tipp. Was ich mich jetzt nur nicht merken kann, ist es wirklich rechts, links, Mitte? Oder ist es, sind es jeweils die gegenüberliegenden? Aber das werde ich rausfinden. So, Bombe. Einmal, na komm, da reinwerfen. Nein, die Richtung, danke. Die nächste Bombe. Da rein jeten. Und die letzte. Jeten wir dann hier drüben. So. Okay. Und da das wirklich direkt gegenüber ist, ne? Versuche ich es mal erst mit der gegenüber Theorie. So. Eins. Zwei. Und drei. Okay, es ist gegenüber. So. Und dann pusten wir wieder Wind. Widerspruch bei Republic Commando, wenn der Clone Trooper den Sprengsatz legt. War es rot, rot, grün oder rot, grün, rot? Tja. Oh ne, zwei von denen. Echt jetzt? Der hat sich schnell geschlagen gegeben. Come on, come on. So, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay. Und einmal der Bossschlüssel. Yay! Du hast das uralte Gebilde erhalten. Es ist aus Gold gefertigt und sieht aus wie ein Bestandteil von etwas Größerem. Seine Oberfläche ist mit Schaltkreisen versehen. Das hat dann auch da eine Tür geöffnet.
Okay. Das heißt, ich will jetzt hier einfach, einfach zurück. Und zwar da unten durch, glaube ich. Ne? Klingt richtig. Dass ich da durch die Tür durch will. Also hüppen wir hier jetzt einmal runter. Zack, zack und zack. Sehr schön. So. Rudi. Natürlich. Okay. Sehr schön. Schaltkreise? IT-Kram, habe ich keine Ahnung von. Wegschmeiß. Ha. Ich meine, ich könnte es mir vorstellen, ja. I somehow see it. So, und hier will ich jetzt eigentlich nur noch rüber, ne? Ja. Ich habe da die Kiste noch nicht. Stört mich das? Ich glaube nicht. Ich glaube, das stört mich gerade eher weniger. Okay. Na komm. So. Okay. So. So. Jo. Was? Geh doch. Okay. Erstmal ein paar ordentliche Schluck nehmen. Oh nee. Hier war ja Goma der Boss, ne? Also der Goma-Verschnitt. Uff. Uff. Ja, gut. Skorpion-Goma. Ja, sorry, hydrieren kann ich dich nicht. Ich spare auf Sport. Ja. Moldogat, ja. Wie auch immer du dich nennen willst, ey. Okay, auch gut. So. Okay. Das war die falsche Taste. Eigentlich wollte ich Na, come on. Nicht jetzt. Come on. Ich finde dich eh.
schnell kannst du dich eh nicht wegbuddeln. So. Beim Aufstehen erstochen. Der Boss ist halt echt easy. Der Boss ist halt echt easy. Ja. Ich hatte ihn beschissen im Kopf, aber da hatte ich den halt auch mit Wii Motion Plus Steuerung im Kopf. Ne? Und die Joy-Cons sind halt deutlich besser, was die Bewegungserkennung angeht. Welcher Boss ist es nicht? A Link to the Past, die Motte. Ich meine, ja, da ist nicht die Motte das Schlimme, sondern die Spikes am Rand des Raums. Die sich, glaube ich, auch in die Mitte mit reinbewegen teilweise. Aber ja, das ist, nee, die hat mich angekürzt. Jeder Moldorm, der dich von der Plattform werfen kann, sodass du den Bossfight nochmal von vorne beginnen darfst. Auch ungeil. Ich meine, die sind easy, ja, aber ne, die dauern halt ewig. So. Die dauern dann halt einfach mal ewig. Ja gut. Ich kann erst einsteigen, wenn ich das Ding aktiviert habe. Also. Mondstein, ich meine Greifkäfer, Flieg und Sieg. Ja, gibt Geileres. Sagen wir es so, gibt Geileres. Ich finde die Statuen sehr cool. Auch wenn es eine Statue ist, die immer wiederholt wird, aber hey, ne? Sieht trotzdem cool aus. Magische Wand ist gemein. Himper! Zelda, schnell ins Portal! Link! Nimm dies, du wirst es benötigen! Yeet! Du hast die Lyra der Göttin erhalten, aber im Moment hast du andere Probleme. Beeilt euch! Link! Beeil dich! Ich bringe sie in Sicherheit. Pass auf dich auf. Hey. Link! Du musst die Hüterin des Siegelhains besuchen. Sie wird dir den Weg weisen. Bis bald. Ganz bestimmt. Wir sehen uns bald wieder. Versprochen. Yo.
Das Ding ist irgendwie kaputt. Ach, Link. Ich war bisher wohl zu gnädig mit dir. Für diese Unverschämtheit. Hast du dir eigentlich eine Strafe verdient? Doch meine Zeit ist mir zu schade, um sie mit dir zu teilen. Aber merke dir, nächstes Mal werde ich dir das Leben zur Hölle machen. Neurahim, ja. Neurahim ist definitiv richtig. Annoying fuck. Hey Peter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich spüre Zeldas Aura nicht mehr. Als dieses Portal zerstört wurde, habe ich Zeldas Aura plötzlich verloren. Du kannst sie mit der Aurasuche nicht mehr aufspüren. Irgendwie kennen immer alle Enemies Porten außer du, Schmutz. Zeldas Begleiterin sagte, du sollst die Hüterin des Siegelhains treffen. Ich schlage vor, dass du dich zum Tempel des Siegels begibst. Oh, wir dürfen ja jetzt gegen den Verdammten kämpfen. Der erste Kampf gegen den Verdammten. Oh, ich bin bei 600, ey. Hier schauen wir mal kurz, weil das ist ein großer Haufen. Da könnte was anderes drunter sein. Ja. Ha. Wow, bin ich jetzt echt einmal drumherum gerannt. Gibt's doch nicht. Hey, Dude. Na? Du warst drin? Was sagst du? Es gibt einen weiteren Geheimgang? Das hättest du mir früher sagen sollen. Ich hatte schon aufgegeben und war nach Hause aufgebrochen. Aber dann hörte ich diesen Lärm und bin zurückgekehrt. Jetzt kann ich das Innere erforschen. Und danach will ich zum Siegelhain. Ich habe zu tun. Ist ja schön für dich. So, einmal auf zum Wolkenmeer. Yo. Und bevor wir zum Siegelhain gehen, sammeln wir mal die neuen Kisten der Göttin, die ich durch die Würfel freigeschaltet habe. Weil wenn wir jetzt hier eh schon dumm rumfliegen und einer ist sogar hier direkt in der Nähe. Da so. Ja, fast. So, dann haben wir einen da hinten. Und einen da hinten. Sehr schön. Okay. Das ist der draußen. So. Wahrscheinlich wieder Rubine. Ich kenne mich doch. Meine Geldbörse ist voll, also kriege ich Rubine. Nein! Ich krieg eine Herzmedaille. Okay, trägst du sie bei dir, wirst du häufiger auf Herzen stoßen. Nimm sie mit, falls dir deine Gesundheit am Herzen liegt. Versteht ihr, am Herzen liegt? Entschuldigung. Ich weiß, dass der schlecht war, aber... schlechte Witze sind meine Spezialität, so. So, dann wollen wir doch einmal hier ganz da nach drüben fliegen. Wird auch bestimmt nicht lang dauern, so. Kurz mal einen Abstecher hier lang, weil kriegen wir einen kleinen Boost. Den kann ich sicherlich auch noch mit in die Richtung weiternehmen. So. Waren die Strahlen der Ionkanonen nicht blau? Woran du schon wieder denkst, ey. Oh. War das eh nur ein Zwacken. Aber hey. Ah, Mist. Verfehlt. Naja. Passiert.